Erste Station auf Fundas Rutschen-Weltreise, die USA. Der Flying Mayan in Wisconsin Dells, Platz 8 des Rutschen-Rankings. Hier in Wisconsin Dells entstand 1994 der erste Wasserpark der USA. Heute gibt es in dem Ferienort rund 20 solcher Parks. Mehr als irgendwo anders auf der Welt. Im Chula Vista Resort steht die schnellste Wasserachterbahn der Welt. Wie bei einer richtigen Achterbahn schieben Förderbänder ein Boot nach oben. Und in diesem Boot rutscht Funda dann runter. Mit an Bord die einheimische Tracy, die den Flying Mayan gut kennt. Flying Mayan heißt auf Deutsch fliegender Maya. Auf der längsten und schnellsten Indoor-Wasserachterbahn der Welt soll man bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell werden. Sekunden dauert der Spaß. Der Flying Mayan ist allerdings mehr eine Achterbahn als eine Rutsche, weil die Boote mit Förderbändern bewegt werden. Darum landet er nur auf Platz 8 der spektakulärsten Wasserrutschen. Spaß hatte Funda hier trotzdem. Also, das macht tierisch viel Spaß. Ich habe sowas noch nie gemacht. Auf dem Förderband dann mit dem Boot wird nicht befördert werden. Für Platz 7 der spektakulärsten Wasserrutschen geht es nach Wassenaar in Holland. Im Tikibad in der Nähe von Amsterdam steht der Zyklon. Bei dieser Rutsche geht es darum, möglichst viele Runden zu drehen, bevor man ins Becken plumpst. Der Rekord liegt bei 8 Umdrehungen. Das ist genial, die ist abgefahren, die Rutsche. Jetzt muss sie die steile Treppe hinauf zum Riesentrichter. Im Tunnel muss Funda Vollgas geben, denn das ist der Trick in der Trichterrutsche. Nur mit hoher Anfangsgeschwindigkeit kann Funda viele Runden im Zyklon kreisen. Hier holt Funda Anlauf. Jetzt gilt, so wenig Reibung wie möglich erzeugen, denn dann wird sie schneller. Keine 4 Runden später fällt Funda durch das Loch in der Mitte ins Becken. Da hat die beinahe Profi-Rutscherin irgendwas falsch gemacht. Ja, weniger Reibung. Ob mehr nackte Haut auch tatsächlich mehr Tempo und Runden bringt? Mit 36 Kilometer pro Stunde rast Funda durch die Röhre. Mehr Umdrehungen schafft sie aber leider immer noch nicht. Nicht, meinen blöden Hintern nach oben zu bewegen. Ich habe so viel Reibung, ich krieg's nicht hin. Vielleicht liegt es an der Technik. Wir machen eine Analyse in einer durchsichtigen Röhre. Auf dem Rücken ist die Auflagefläche sehr groß. Das bremst Funda aufgrund der Reibung gewaltig aus. Das sieht man sehr gut hier in der Zeitlupe. Im Sitzen ist die Auflagefläche kleiner, aber Fundas Gewicht drückt stärker auf die geringere Fläche. Auch nicht gut. Im Knien ist die Auflagefläche gering. Das funktioniert aber gar nicht. Auf dem Bauch hat Funda weniger Auflagefläche. Aber es ist zu gefährlich, die Rutschen mit dem Kopf voran zu befahren. Das ist die schnellste Rutschstellung. Funda stützt sich nur auf Schulterblätter und Fersen auf. So liegt sie fast nicht auf der Rutsche. Der Hintern sollte aber möglichst noch weiter nach oben gestreckt werden. Sonst bremst die Bikinihose. Mit neuem Wissen geht es von Holland nach Erding in Deutschland. Fundas Platz 6, der spektakulärsten Rutschen. Die Therme Erding in der Nähe von München ist berühmt für ihre ungewöhnlichen Rutschen. Heute rutscht Funda auf der Highfly, eine Rutsche mit Sprungschanze. Bei dieser Rutsche steht Rutschenweltmeister Jens Scherer Funda zur Seite. Nach einem Sturzflug aus 12 Meter Höhe ist es das Ziel, so weit wie möglich zu springen, bevor man ins Wasser eintaucht. Wie weit wird Funda es wohl schaffen? Der Rekord liegt bei 7,30 Meter. Das Ganze ist zudem nicht ganz ungefährlich. Hier ist irgendwas schiefgelaufen.
Die ist am Anfang sehr lustig, aber der Aufprall war jetzt so ein bisschen härter. Ich weiß nicht, ob sich das normal wiederholt oder ob das von mir irgendein Fehler war. Vielleicht war ich einfach nicht angespannt genug. Also ich probiere das jetzt nochmal, weil ich glaube, der Fehler lag an mir. Jetzt will Jens Scherer Funder zeigen, wie es geht. Er ist der schnellste Rutscher der Welt. Aber kann er auch springen? Jens schafft locker 6 Meter auf der Highfly. Sein Erfolgsrezept? Sein Körper ist bis in den letzten Muskel angespannt. Ganz schmerzfrei ist der Aufprall aber auch bei ihm nicht. Tut jetzt nicht richtig weh, aber öfters wiederholen möchte ich das nicht. Erst rutschen, dann fliegen. Von da ist Platz 6. Immerhin steigert sie sich auf fast einen Meter. Ortswechsel. Von Bayern geht's nach Irland. In Dublin findet Funda Platz 5 der spektakulärsten Rutschen. Nördlich von Dublin liegt der Fantasia Waterpark. Hier gibt es eine Boomerang-Rutsche. Die ist über 18 Meter hoch und für 2 Personen ausgerichtet. Ein Boomerang kommt zum Besitzer zurück, wenn dieser ihn wegwirft. Aber was hat das mit dieser Rutsche zu tun? Hier immer noch nicht, wie das gehen soll. Der Boomerang ist eine sogenannte Tube Slide. Man befährt sie in einem Schwimmreifen. Funda bekommt Hilfe von einem Iren, denn alleine ist sie zu leicht. Jetzt wird's Funda doch ein wenig mulmig. Die Rutsche ist sehr steil. Mit 40 Kilometern pro Stunde werden die beiden aus der Röhre katapultiert. Sie liegen fast senkrecht auf der Rutsche. Und jetzt zeigt sich, wie ein Boomerang wird der Gummireifen hin und her geschleudert. Je mehr Gewicht und je weniger Reibung, umso mehr Runden schaffen die Rutscher. Wow! Also, ich hatte ja so eine Angst vor dieser richtig steilen Stelle. Aber mal im Ernst, es macht so viel Spaß, dass ich jetzt gleich wieder raufgehe und nochmal runterrutsche. Nächste Station der Reise zu Fundas Lieblingsrutschen, Billund in Dänemark, auf Platz 4. Hier erwartet Funda im Wasserpark Lalandia in Dänemark eine echte Sensation. Die einzige Indoor-Trichterrutsche Europas. Sie ist so hoch wie ein 4-stöckiges Gebäude. Aber was passiert da drin? Die Kombination aus Fliehkraft und Schwerkraft sorgt dafür, dass es ordentlich abgeht. Oh Gott, die werden ja ganz schön rausgeschossen. Bin gespannt, was da drin alles passiert. Das wird Funda jetzt gleich erleben. Mit 3 Dänen auf einer orangenen Badeinsel geht's ab in den Trichter. Die Trichterrutsche, ebenfalls eine sogenannte Tube Slide, sollte man nur mit einem Gummireifen befahren. Es ist zwar nicht gefährlich, wenn man runterfällt, aber bei dieser Art von Rutschen sind die Übergänge der einzelnen Bauteile nicht ganz so sorgfältig verarbeitet wie bei Körperrutschen. Das kann am Hintern wehtun. Mit einer Geschwindigkeit von 35 Kilometern pro Stunde bewegt sich das Gummiboot wie ein Skateboard in einer Halfpipe. Je öfter es hin und her gleitet, umso länger dauert der Ride. Fundas Fazit? Wow! Abgefahrene Rutsche! Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das fängt so nett an. Da dreht man sich wie wild in jede Richtung. Und plötzlich kommt dann so ein Kabusch bergab. Aber richtig schnell. Wow! Noch verrückter geht's in Deutschland zu. In Krausnick. Fundas Platz 3. Rund 60 Kilometer südlich von Berlin steht das Tropical Island. Die ehemalige Cargolifterhalle ist die größte freitragende Halle der Welt. Sie ist über 100 Meter hoch. Und hier steht die höchste Rutsche Deutschlands. 27 Meter über dem Boden. Und da muss Funda jetzt drauf. Und vor allem runter. Hier sollen Spitzengeschwindigkeiten von über 70 km/h erreicht werden. Steil ist es, dunkel ist es, Kurven hat das Ding. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt gleich erwartet. Da hilft alles nichts. Einfach ausprobieren.
Fahrt ist lang, steil und dunkel. Kein Wunder, dass die Rutsche bei Männern beliebt ist. Kaum eine Frau wagt sich je in diese blaue Röhre. Mit über 50 km pro Stunde rast Funda über das Plastik ins Ungewisse. Diese spektakulären Bilder schießt Funda übrigens selbst, mit einer Kamera vor dem Bauch. Ein verdienter Platz 3 für diese Rutsche. Und von Krausnick geht es direkt nach Edmonton in Kanada zu Platz 2. In Edmonton steht der World Water Park mit einer ganz besonderen Attraktion, dem Skyscreamer. 26 Meter ist er hoch bei einem Winkel von 60 Grad. Eine Schrecksekunde verbringt der Rutscher im freien Fall. Kein Wunder, dass die Rutsche den Namen Himmelsschrei trägt. Funda ist am Start. Diese Rutsche jagt ihr eine Gänsehaut ein. Mit fast 60 km pro Stunde brettert Funda den Skyscreamer hinunter. Die Bauchkamera lässt erahnen, welche Kräfte hier wirken. Für so einen Ride braucht man schon verdammt viel Mut. Mir tut mein Hintern ganz schön weh. Also gerade das Ende ist so hammerhart für den Rücken. Es ist wie, als würde man auf Stein rutschen im Prinzip. Aber nichtsdestotrotz ist der Fun-Faktor groß. So groß, dass Funda gleich nochmal rutschen muss. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr Hintern am Ende der Rutschenreise völlig grün und blau sein wird. Der Skyscreamer steht übrigens mitten in einem Einkaufszentrum. Fundas Nummer 1 der spektakulären Wasserrutschen steht in Wisconsin Dells in USA, in der Hauptstadt der Wasserparks. In diesem kleinen Ort im Nordosten der USA gibt es eine riesige Trichterrutsche. Boah, da geht's ja gleich steil runter. So hoch wie ein 6-stöckiges Haus ist diese Extremwasserrutsche. Sie heißt Howlin' Tornado, auf Deutsch heulender Tornado. Man kann sie zu zweit oder zu viert runterfahren. Zu zweit soll es allerdings noch schneller und aufregender sein. Es geht ja gleich abwärts. Gemeinsam mit der Tornado-erfahrenen Rutscherin Erin wird Funda jetzt gleich in den gelben Trichter hineinrutschen. Jetzt gilt nur noch festhalten. Gut festhalten. Nach dem Stallstück geht es ab in den Trichter. Er hat ein leichtes Gefälle, sodass der Gummireifen hin und her schwenkt und dabei dem Ausgang immer näher kommt. Je mehr Schwung und je weniger Reibung, desto länger dauert der Spaß. Nach allen Rutschen, die Funda bislang bezwungen hat, ist dieser Tornado ihr absolutes Highlight. Ein steileres Gefälle hat Funda noch nicht erlebt. Die Fliehkräfte sind enorm und Funda kann sich kaum auf dem Schlauchboot halten. Dieser Tornado hat definitiv die Nummer 1, weil so steil, wie es da bergab in den Trichter geht und es den Magen schon fast zerreißt, hat es das verdient. Also Geschwindigkeit plus Gefälle plus Spaßfaktor. Die Formel für Fundas Lieblingsrutsche.